sage ich jetzt mal so vom Bild her, hat uns bei Facebook gepostet, seine Meinung. Jan-Niklas Metzke schreibt, ich renne immer mit meinem Smartphone herum und schaue alle paar Minuten drauf, auch wenn ich eigentlich gar keine Informationen benötige. Im Grunde völlig unsinnig. Jetzt konnte ich für einige Tage das Handy nicht benutzen und siehe da, vermisst habe ich gar nichts. Wir merken aber auch, dass das Internet so etwas ist wie ein, naja, ein anonymer Raum, in dem sich wunderbar lästern lässt, in dem sich wunderbar auch immer wieder beschimpfen lässt. Das merken wir fast in jeder Sendung, die wir haben und auch heute, dass sich in diesem manchmal auch anonymen Raum die Zuschauer nicht immer sehr differenziert äußern. Wir haben manche Meinungen dann ja auch rausgenommen. Unser Zuschauer Mike hat heute im Gästebuch geschrieben, die Frage sollte laufen, wie doof machen uns solche Sendungen und was sollen uns solche Gäste sagen? Auch das kommt vor. Liebe Gäste, das war die Quittung dafür. Normalerweise veröffentlichen wir anonyme Dinge, die beleidigend sind. Nicht, da gibt es Kriterien für, weil unsere Foren moderiert werden. Aber welche Kräfte das Internet, wo man sich Pupsi23 oder Kritikaster ewig nennen kann, welche Kräfte das freisetzt, das wollen wir mal zeigen, indem wir Ihnen Mails und Stellungnahmen zeigen, die normalerweise nicht veröffentlicht werden. Grobian Saumann über den Generalsekretär einer Partei. Einfach nur widerlich, dieser Herr. Satt, feist, faul und verlogen, Volksverarscher. Und Bulli Blutrausch äußert sich wie folgt über die Regierung. Diese Sekte gehört politisch vernichtet und die Merkel gehört in die Verbannung. Dieses schwarz-gelbe Regime hat einen Scheißstaat aus Deutschland gemacht. Einen verfickten Schweinestaat. Ein Anonym schreibt über eine Bundesministerin. Herr Plasberg, geben Sie der Dummschwätzerin einen Lolli, damit sie ihren dummen Mund hält. Platzberg nennt sich dieser User. Er beschimpft Frank Plasberg. Lügnern wie Frank Plasberg sollte man das schmutzige Handwerk legen. Dieser schmierige Arschkriecher bietet korrupten Politikern immer wieder eine Plattform, um ihr betrügerisches Treiben zu beschönigen. Herr Kraus, was passiert mit Menschen oder auch mit jungen Menschen, die feststellen, man kann austeilen, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, und zwar öffentlich mit großer Wirkung austeilen? Ja gut, wir haben natürlich einen Bodensatz an notorischen Querulanten, aggressiven Querulanten. Und unsere Heranwachsenden erleben das teilweise auch unter dem Begriff Cybermobbing, auf den läuft es ja jetzt hinaus. Das findet unter den Heranwachsenden statt. Ab 19, 11 Jahre. Und es findet in den Schulen statt, es findet in den Schulbussen statt. Und das muss man wissen. Und da kann ich nur an alle Erzieher in Elternhaus und Schule appellieren, gewinnt das Vertrauen eurer Kinder, dass sie euch das erzählen. Denn nur dann kommt man dagegen an. Es hat letztendlich natürlich mit Werteerziehung etwas zu tun, in Familie und in Schule. Ich in meiner Schule, die ich seit 18 Jahren leite, praktiziere es so, dass ich Schülern Mut mache, sich einer Vertrauensperson zu öffnen, wenn so etwas geschieht. Und dann erkläre ich mich als Schulleiter ja, sozusagen zum Bodyguard für diesen Schüler. Jetzt gegen Sie persönlich, Herr Kraus, aber es ist doch nichts peinlicher, als einen Schuldirektor als Bodyguard zu haben. Ich sage eine Vertrauensperson, aber unter Umständen muss auch eine gewisse Autorität dahinter stehen. Und da muss eingeschritten werden, denn ich beziehe es jetzt mit mal auf die Schule, wenn einem 12- oder einem 14-Jährigen oder einem 15-Jährigen auf die Art und Weise das Gehen in die Schule, der Besuch der Schule verleitet wird, Schulangst entsteht, soziale Angst entsteht, eine Panik entsteht, dann muss sie eingeschritten werden. Und da kann ich nur auch die Eltern ermutigen, sich an die Schule zu wenden, dass was gemacht wird. Oft sagen nämlich die Kinder zu Mama oder zu Papa, sag nichts, sonst wird es vielleicht noch schlimmer. Ja. Meine Erfahrung ist, wenn man konsequent einschreitet, kann man es auch unterbinden. Das ist ja der Unterschied zum Dorf von früher. Da wurde auch getuschelt. Aber man hatte als Opfer nicht die Möglichkeit, einfach zu Hause am Computer nachzusehen, wie gerade über einen gesprochen wird oder was über einen geschrieben wird. Herr Lauer, Ihre Partei, die Piraten haben den Shitstorm nicht erfunden, aber wer in führender Position bei den Piraten ist, der hat es schon oft erlebt. Deswegen konnte sie das auch nicht erschüttern, was wir da eben gezeigt haben über Minister oder auch über Gäste oder Moderatoren. Ja, Sie lachen die weg. Finden Sie Menschen, die sowas schreiben und dann irgendeinen Fantasienamen benutzen, finden Sie die sympathisch?
Kann ich nicht sagen, ich kenne sie ja nicht. Aber jemand, der mir solche E-Mails... Doch, Sie kennen aber Moment, Produkte. Anders. Ja, Anonymität ist im Internet schon ein hohes Gut. Ja? Wenn ich mich über HIV informieren will, wenn ich irgendwie wissen will, ja, vielleicht bin ich homosexuell und ne? So, haben wir verstanden. Dass diese, naja, diese Flame Wars oder diese Beschimpfung, ja, ich gehe damit so um, wenn sowas in meinem Blog passiert, also solche Kommentare, die veröffentliche ich gar nicht erst. Und auf solche E-Mails antworte ich auch nicht und meistens lösche ich sie dann. So. Und wenn es also in einer Form, sage ich mal, auch bedrohlich wird... Auf die Gefahr hin, dass sich den Vorwurf der Zensur einhandelt. Ach, Zensur, das ist doch Quatsch. Also, ja, ich gibt ja, Moment. Es gibt, klar, Meinungsfreiheit und so, ja, aber es gibt auch die Würde des Menschen, ist unantastbar. Mhm. Ne? Und ich, wenn ich hier meinen Blog habe, und das machen Sie ja mit Ihrer Webseite genauso, können ja frei entscheiden, was Sie da nehmen und was Sie da nicht nehmen. Was ich nur sagen wollte, und da gebe ich Ihnen vor, recht. Ich ermutige Menschen grundsätzlich gegen sowas, sich im Zweifelsfall auch rechtlich irgendwie zu wehren. Denn das Internet ist natürlich zu einem gewissen Grade anonym, aber man muss sich natürlich auch nicht alles gefallen lassen. Das heißt, Sie finden das prima, was da zum Beispiel in Augsburg passiert ist. Was? Da gab's das mit dieser Hausdurchsuchung? Da gab's einen das ist totaler Quatsch. Ja, dann gucken wir uns mal an, was da passiert ist. Da gab es einen Ordnungsdezernenten in Augsburg, der hat gesagt, ich möchte nicht, dass an Tankstellen in meiner Stadt nach 20 Uhr Bier verkauft wird. Und der konnte dann Folgendes in der Leserbriefspalte einer Online-Zeitung lesen. Ein Berndi schreibt dazu auf der Seite der Augsburger Allgemeinen. Dieser Ulrich verbietet sogar erwachsenen Männern ihr Feierabendbier ab 20 Uhr, indem er geltendes Recht beugt und Betreiber massiv bedroht. Der Ordnungsreferent der Stadt Augsburg, Volker Ulrich, ist über den Vorwurf der Rechtsbeugung entsetzt. Er will gegen die Behauptung im Internet vorgehen. Allerdings kann er das nicht, da Berndi im Forum der Augsburger Allgemeinen anonym bleibt. Und die Zeitung will dem Politiker nicht sagen, wie Berndi im wirklichen Leben heißt. Ulrich erstattet Anzeige. Am Ende stellt das Amtsgericht Augsburg einen Durchsuchungsbeschluss aus. Das Ende von Berndis Anonymität. Vergangenen Montag kam die Polizei in die Redaktion und nahm den echten Namen von Berndi mit. Man könnte das doch als schönen Appell daran sehen, wer sowas schreibt, sich mit Namen zu bekennen. Ja. Vielleicht denkt man dann drüber nach. Der Vorwurf der Rechtsbeugung muss einen Menschen treffen. Aber die Pressefreiheit ist ein sehr hohes Gut. Und ich verstehe diesen Amtsrichter nicht, weil ich kann nicht nachvollziehen, wie der eine Durchsuchung bei einer Zeitung anordnen kann. Weil das gibt meiner Meinung nach diese Beleidigung oder dieser Vorwurf der Rechtsbeugung nicht her. Was würden Sie denn diesem Berndi sagen, der sowas schreibt? Was denn? Ja, am besten noch nicht. Da gibt es doch diesen Fußballerspruch, am besten noch nicht mal ignorieren. Also, ich glaube, es ist weniger für mich Rechtsfreiheit als mehr, ich sag mal, ein Problem der Kommunikation. Wir haben generationenlang kommuniziert und man hat immer den anderen gesehen. Man hat auch erlebt, wie der reagiert hat. Man musste auch vertreten, was man sagt. Und spätestens mit neuen Medien, das fängt schon, ich sag mal, beim Telefon an, beim Computer etc. In dem Moment merkt man, wenn Kommunikation eingeschränkt ist, wenn sie anonym ist, dann ändert sich plötzlich der Ton. Oder wenn die Register fehlen, um mich differenziert zu äußern. Man hat mal in Großbritannien eine Studie gemacht und festgestellt, warum fluchen hochintelligente Menschen mit guter Erziehung, wenn sie plötzlich hinterm Steuer sitzen und irgendeiner da ist. Und man hat festgestellt, weil sie nicht kommunizieren können. Das Einzige, was sie tun können, ist hupen. Und was wir heute erleben, ist durch die Anonymität, dass im Grunde genommen eine Art von Kommunikation zustande kommt, die wir auch nicht missinterpretieren dürfen. Das ist ein Beiwerk und das müssen wir... Wir reden über Veränderungen durch das Internet und das ist eine starke gesellschaftliche Veränderung. Nur wie geht man damit um? Dazu möchte ich unseren nächsten Gast begrüßen. Freiherr Moritz Knigge, sein Name ist sein Job, deswegen braucht man ihn da gar nicht groß weiter vorzustellen. Ranga Yogeshwar hat es gerade angesprochen, gelten im der digitalen Welt, im Netz, in der Kommunikation, andere Kommunikationsregeln, Höflichkeitsregeln als im normalen Leben.
Es scheint so, ich finde es nicht richtig. Also ich bin der Meinung, es sollten die gleichen Regeln gelten. Wobei, da ist immer die Frage, auch im analogen Leben gehen viele Menschen nicht besonders höflich miteinander um. Es ist jetzt die Frage, ob es nur im Internet stattfindet oder auch im analogen Leben. Aber wir haben ja Beispiele gezeigt, dass durch die Anonymisierung und eben auch durch die Möglichkeit, ganz schnell hin und her eine Kommunikation, früher im Brief war eine Zeit lang unterwegs, dass sich dort ein Konflikt hochschaukelt. Das stimmt. Ich glaube, das Problem ist, dass Menschen alleine vor ihrem Rechner sitzen und dann vor sich hin brodeln und dann einfach schreiben. Also affektives Verhalten ist im schriftlichen Verkehr besonders auffällig. Mein berühmter Vorfahr hat schon 1788 in seinem Buch geschrieben, dass man vorsichtig sein soll mit dem, was man in Briefen schreibt, weil man, wenn man sie einmal abgeschickt hat, sie nicht mehr zurücknehmen kann. Obendrauf kommt noch das Phänomen, dass das Problem sowieso bei schriftlicher Kommunikation ist, dass der es empfängt, die absolute Deutungshoheit hat, weil ich keinen Menschen mehr gegenüber habe, in dem ich ins Gesicht schauen kann und wo ich kommunikativ noch reagieren kann. Mhm. Ich lese es und das geht durch meinen Filter und dann fängt es richtig an zu brodeln und dann schieße ich direkt zurück. So kommen ja diese netten Kettenmails auch zustande. Was raten Sie denn, wenn Sie in Ihrem Postfach eine beleidigende, stark deutsche Mail finden mit einem Absender, den Sie zurückschreiben können? Ich bin noch nie so beleidigt worden, aber sagen wir mal, Sie als Ratgeber. Ich weise freundlich darauf hin, dass ich die Form dieser Mail als unhöflich empfinde. Aber das tue ich im öffentlichen Leben auch. Gelten für SMS eigentlich ähnliche Regeln wie für E-Mails? Da kommt es ein bisschen darauf an, an wen ich die SMS schicke. Ich würde die SMS sehen, eher vergleichen mit der verbalen Kommunikation, also mit Sprache. Also ich würde bei einer E-Mail immer sagen, die Form eines klassischen Briefes wählen, also eine vernünftige. Autosignaturen, wo die besten Grüße schon in der Signatur festgelegt sind. Also ein nettes, kleines, persönliches Wort zum Abschluss einer E-Mail finde ich auch immer ganz gut. Eine SMS, da kommt es ein bisschen drauf an, auch an wen ich schreibe. Eine SMS an einen Freund oder so ist ein bisschen was anderes, als wenn es jetzt vielleicht an einen Geschäftspartner geht. Oder also weniger strenge Maßstäbe bei einer SMS. Ein wenig weniger, ja. Ihrem Vorfahren Knigge ging es ja nicht um die feine Etikette, das ist oft missverstanden, sondern es ging um einen menschlichen Umgang ihm miteinander. Wenn Sie diese alten Regeln mal auf das heutige Leben mit dem Handy anlegen, wozu würden Sie da raten? Schauen Sie sich mal diesen Fall an. Hallo? Ja! Super, ich freue mich für dich. Internet auch? Geht, geht nicht, geht gar nicht. Geht eigentlich nicht. Also, da immer, ich würde sagen, Handy gehört fest zu und ist ein neues Medium. Von daher lehne ich ab die Meinung. Früher ging es doch auch ohne, weil wir sind nun mal jetzt mit. Die Frage ist aber generell, würde ich sagen, die analoge Person, also die Person selbst, ist grundsätzlich wichtiger als die digitale Person, also die Person, die mich anruft. Wenn ich nun aber einen ganz wichtigen Anruf erwarte, im Restaurant, einen wichtigen Anruf, vielleicht geschäftlich oder so, dann kann ich ja dem Gegenüber vorher schon sagen, ich erwarte einen wichtigen Anruf, schon mal Entschuldigung und dann gehe ich kurz weg mit dem Telefon, mache es kurz und mache es danach aus. Mhm. In manchen Kneipen sieht man mittlerweile Smartphone-Stapel, dass Leute sich versammeln und ihre Handys stapeln, also abgeben wie früher die Revolver und wenn eins angerufen wird, dann muss man eine Runde ausgeben. Ist das schon der erste Schritt zur Heilung? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher ein Spiel. Ich habe das übrigens noch nicht gesehen. Ich habe das gehört, aber gesehen habe ich es noch nicht. Kommt immer an auf die Kneipen, in denen man verkehrt. Zweites Beispiel. Und dann 100 Gramm Zucker und 2 Eier. Und dann mischst du Mehl und Zucker als erstes und dann... In der Buchhandlung geht, geht nicht, geht gar nicht. Also in einem Raum, wo man normalerweise Ruhe oder Kontemplation erwartet. Finde ich auch nicht gut. Da sind wir auch wieder bei einer ganz großen Problematik, speziell mit Mobiltelefonen. Das ist die Privatisierung des öffentlichen Raums.
Also Menschen bewegen sich im öffentlichen Raum und achten gar nicht mehr auf diesen öffentlichen Raum. Ja, sondern sie sind nur noch bei sich, sie telefonieren, sie haben die ganze Zeit irgendeinen Knopf im Ohr. Ich gehe oft durch Bahnhöfe, ich finde es teilweise wahnsinnig gefährlich. Man muss echt Slalom gehen, weil die Leute gehen mit ihrem Handy vor der Nase durch den Bahnhof und gucken nur da drauf. Ja, wenn sie das stört, und ich kenne viele Menschen, die das stört, zum Beispiel im Intercity oder im Zug oder eben auch so in der Buchhandlung, wie weist man denn, ohne dass es eskaliert, höflich darauf hin, das Ding aus der Hand zu legen oder wenigstens leiser zu sprechen? Es gibt eine Technik, eine Kommunikationstechnik, die nennt man die Ich-Botschaft. Also man sollte nie sagen, was reden Sie denn so laut? Also ruhig bleiben, gelassen bleiben, das ist ganz wichtig. Sobald Sie laut werden, sobald Sie spitz werden, wird es eskalieren. Ruhig bleiben und dann die Ich-Botschaft heißt, ich empfinde das jetzt als unhöflich oder ich fühle mich gestört dadurch oder sowas. Und das mit einem ruhigen, freundlichen Ton, wiederum mit der freundlichen Einladung, entschuldigen Sie bitte, so. Und dann ist die Chance recht groß, dass man damit durchkommt. Herr Lauer, können Sie sich das vorstellen, auf einem Seminar oder auf einer Konferenz der Piraten? Herrn Knigge, als Gastredner. Nee, aber auf so ein auch zum Beispiel, wäre vielleicht ein großer Erfolg. Das sofort. Aber der Hinweis, dass man einfach Ruhe braucht. Ja. Das geht? Klar, ich mache das mittlerweile auch so, wenn wir irgendwelche Treffen haben, jetzt in der Fraktion oder so, dass ich dann manchmal sage, okay, pass auf, leg die Laptops weg. Ich bin dazu mittlerweile übergegangen. Ich habe zum Beispiel so einen Blog, ja. Da muss ich nicht mehr in mein Handy reingucken, sondern ich kann einfach im Zweifelsfall, wenn es mich total stört, einfach kritzeln oder mir irgendwas aufschreiben. Ist praktisch, ist nicht so unhöflich wie ein Mobiltelefon. Und, also Piraten auf dem Weg zum Papier zurück. Ja. Ein drittes Beispiel habe ich noch. Was sagen Sie dazu? Ja. Ich höre gar nichts hier. Nein, ich bin in Rodenkirchen. Wir kommen gleich. Ich bin gleich da. Kannst du doch auf mich warten oder musst du zu der Arbeit? Also öffentlicher Raum, Straßenbahn, aber ein Gespräch darüber, wann man ankommt, ob man abgeholt wird. Also generell finde ich es nicht schlimm, im öffentlichen Raum zu telefonieren. Es geht dann nur darum, den Ton ruhig zu halten. Und ich habe das Gefühl oft, dass Menschen, die brauchen ihr Handy gar nicht mehr, sondern die sind so laut, dass das auch so beim Gegenüber ankommen wird, weil es so laut gesprochen wird. Also da auch, die Mikrofone sind heutzutage schon recht gut. Es funktioniert recht gut, wenn man auch einfach leise reinspricht. Letzte Frage ist eine private Frage. Der Name Knigge, denke ich, verpflichtet. Wenn Sie Weihnachten feiern und die Familie trifft sich, werden alle Regeln beachtet, die Sie so aufstellen? Da hatte Ihr Redakteur geplaudert, nicht? Richtig. Also, ja. Jetzt müssen Sie die Wahrheit erzählen. Ich hatte gewisse Konflikte mit meinen Geschwistern dieses Jahr. Ich bin stolzer Besitzer keines Apple-Produktes. Alle anderen sind fleißige iPhone- und iPad-Nutzer. Und als dann sogar der Nachtisch gepostet wurde auf Facebook, den die Familie Knigge gegessen hat, von meiner Schwester, die noch älter ist als ich, wobei sie mir gerade auch selbst gesagt hat, entschuldige Katharina, wenn ich dich da als Beispiel nehme, dass sie sich da auch mehr zusammennehmen muss, dass es ein bisschen viel wird mit der medialen. Gut, Theorie und Praxis bei Knigges, vielen Dank auch für diesen Einblick. Herzlichen Dank. Frau Zukowski, wir haben über Vorbildfunktionen gesprochen. Und als Mutter und Ihr Mann als Vater, die können ja durch Tun schon erziehen. Haben Sie sich da ein bisschen Handy im Restaurant und in Ihrem praktischen Leben, Sie haben ein iPhone, haben Sie sich da ein bisschen angesprochen gefühlt? Nur ein bisschen, weil in der Tat, ich finde Telefonieren im Restaurant unmöglich. Und ich finde auch in der Bahn nervt es mich besonders, wenn dann der Chef seinem Angestellten, muss ich leider Zeuge sein, kündigt. Also da will ich eigentlich, das will ich einfach haben nicht Sie mitkriegen. Erlebt? Ja, habe ich erlebt. Ja. Und dann in einer Lautstärke, wo ich denke so, okay, vielleicht ist er gar nicht der Chef, vielleicht ist da niemand an der Leitung, vielleicht macht er sich nur wichtig. Also ich finde es ganz schwierig. Also klar, und ich finde auch, natürlich hat man eine Vorbildfunktion. Ich habe zwei Sachen gelernt. Erstens ist unter anderem, dass die Piraten in Teilen zum Papier zurückkehren. Und wir haben von Ranga Yogeshwar auch was gelernt. Im letzten Urlaub, da hat er nämlich eine Abwesenheitsnachricht so als automatische Antwort rausgegeben, wenn man ihm eine Mail geschickt hat. Da ich nach meiner Rückkehr nicht in einem Ozean von Mails ertrinken möchte, werde ich die eingegangenen Mails ungelesen löschen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis für diese radikale Vorgehensweise. Mhm. Letzte Frage, wie groß war das Verständnis? Sehr groß. Also ich
habe keine Beschwerde bekommen. Im Gegenteil, es gibt ganz viele, die sagen, oh, mache ich auch. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir haben hier gerade mit Herrn Knicke über, ich sag mal so, die privaten Dinge gesprochen. Wichtig ist natürlich auch, wir müssen als Gesellschaft so langsam lernen, der Arbeitnehmer muss nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sein. Oder wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich Urlaub machen. Und wenn ich zurückkomme, ich bekam immer Depressionen. Ja? Man kommt zurück und dann stehen da 5, 6, 700 Mails, die man dann Angeber. Beantworten. Wir können zählen. Okay. Ich weiß, wie viele ich gelöscht habe. Also auch da glaube ich, wir befinden uns in einer total spannenden Phase. Das ist so ein Einschwingvorgang, um mit diesen neuen Medien umzugehen. Was mir noch wichtig ist, und das kam heute Abend zu kurz, ist, wir haben natürlich über die ganzen Gefahren oder über die Negativer gesprochen. Ich finde, es gibt auch einfach positive Dinge. Also ich nehme mal ein Beispiel Schule. Kennen Sie Herrn Buro, Herr Jogeschwar? Tom. Ja. Ja, klar kenne ich den. Der ist jetzt in einer Minute dran. Wenn Sie einfach das in 30 Sekunden hinkriegen, bleibt er Ihr Freund. Sekunden, also, bleibt er Ihr Freund, ja. Aber ich nehme nur Schule zum Beispiel. Die Chance, dass junge Menschen heute, zum Beispiel, wenn sie in Mathe oder Physik was nicht verstehen, das Internet konstruktiv nutzen können. Also wir haben die letzten Jahre zu viel über die kommerziellen Dinge gesprochen. Ich finde in der nächsten Zeit, die Chancen, die wir haben, damit Kinder, die vielleicht nicht aus den reichen Elternhäusern kommen, per Internet zu helfen. Ich finde, also da Bibliotheken da sind nicht teuer, da muss ich echt widersprechen. Und wenn Schüler was ist nicht das teuer? Weiß ich. Bibliotheken, ja, ja. Und da gibt es wunderbare Literatur, ja, aber es gibt, das ist auch viel tiefgreifender. Und da muss ich was zu sagen, auch an der Schule von einer Freundin, die ich kenne, da kommen die Kinder und haben eine Sachfrage, sollen sie beantworten, drucken sich Wikipedia aus und bringen es mit in die Schule, das lesen es einmal gemeint. Durch. Ja, aber das ist halt auch das, leider, was stattfindet. Lassen wir diesen Dialog bitte, Herr Kraus, mit Ihrem Einverständnis als Schlusswort stehen. Und auch diese Sendung soll eine Schlussrunde bekommen. Fantasie ist gefragt. Herr Lauer, ich fange mit Ihnen an. Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Wochenende mit einem Gast aus dieser Runde, wir haben es eben in der Sendung gesehen, einem Zeltlager verbringen. Ganz analog, ohne Computer, kein WLAN im Wald. Wen nehmen Sie mit aus dieser Runde, damit es nicht langweilig wird? Für Sie? Herrn Jogeschwan. Was, warum? Ja, weil der weiß viel. Herr Jogeschwan, wen nehmen Sie mit? Also ich nehme gerne, das hat jetzt nichts mit Internet zu tun, sondern ich nehme einfach Gesine mit. Ich glaube, wir haben ein ganz tolles Wochenende. Wir reden auch nicht über Internet. Okay, ich rufe Ihren Mann an. Mit wem würden Sie gerne? Oder meine Frau? Ich muss sagen, ich würde ihn auch mitnehmen. Okay. Okay, dann ich erkläre das jetzt nicht weiter. Aber ich bin, nee, das sollten Sie jetzt so stehen lassen. Sie würde, können sich jetzt nur noch weiter reinbeißen. Ich finde das immer sehr interessant. Dann sind wir schon zu dritt. Ich möchte nämlich mit ihr mal reden über den letzten Zeugen und über mich. Herr Kraus, ich bin sehr beruhigt, dass Sie als Aufpasser dabei sind. Frau Dr. Bleckmann. Ich nehme Herrn Lauer mit, damit ich mit ihm sprechen kann und ihm ein paar praxistaugliche Ratschläge für den Familienalltag mitgeben. Ich glaube, er ist derjenige, der sie am besten brauchen kann, wenn er später mal Vater wird. Ich bin beeindruckt, wie er seine Begeisterung verbergen kann. Tom Buro, Ihr Tagesthema. Sorry, ein bisschen spät geworden. Nein, kein Problem. Ich bin ja sehr dankbar, wie nett Sie da sozusagen mich als Grund angeführt haben, dass die Disziplin da erhalten bleibt. Also, Frank Plasberg, dafür binden wir fast direkt an Ihre Sendung an. Wir bleiben in der digitalen Welt. Glücksspiele im Internet funktioniert ja sogar über Grenzen hinweg. Das verführt aber wiederum zu Betrügereien, auch über Grenzen hinweg. Europol deckte heute den größten Fußball-Wettskandal auf, den Europa bisher gesehen hatte, mit hunderten Verdächtigen. Das ist unser Top-Thema. Dankeschön, das gleich bei Tom Buro. Danke an diese Runde und danke auch an Sie. Check morgen. Einiges ist hier behauptet worden, was wir noch mal gegenprüfen wollen. Später Vormittag im Netz. Wir sind in 2 Wochen wieder da, nächste Woche.